Nun blicken wir wieder auf Politik, denn alle Ampelparteien verlieren in den Umfragen eine besonders. Die SPD, sie ist der große Verlierer der Europawahl. Oh, wie schade! Oh, wie schade! Laut einer neuen Forsa-Umfrage kommt nach der unverändert bei 30% liegenden CDU/CSU die SPD, die allerdings inzwischen nur noch 16% erreicht. Denn sie hat schon wieder einen Punkt verloren und liegt jetzt gleich auf mit der AfD. Die Grünen bleiben bei 13% und müssen vor allem die schweren Verluste bei der EU-Wahl aufarbeiten. Fast die Hälfte der Bevölkerung, nämlich 42%, würden bei einer Direktwahl des Bundeskanzlers weder Olaf Scholz noch Oppositionsführer Friedrich Merz wählen. Also eine gewisse Wirklichkeitsabgewandtheit, die gehört, glaube ich, zum Geschäft des Kanzlers. Weil wenn man sich von jeder schlechten Nachricht aus dem Konzept werfen lässt, dann kann man irgendwann nicht mehr regieren. Aber Olaf Scholz hat diese Wirklichkeitsabgewandtheit natürlich nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben. Also am Wahlsonntag, ja, aufzutauchen und mit großem Grinsen also Selfies zu geben und auf die Nachfrage einer Journalistin, ob er nicht mal einen Kommentar habe zum Wahlergebnis. Ich meine, immerhin das Schlechteste, das die SPD je eingefahren hat, zu sagen, nö, und dann mit einem Grinsen wieder davon zu marschieren. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Also Chuzpe ist ja eigentlich das falsche Wort. Das ist ja eine Form, wie gesagt, auch der, irgendwie der Arroganz den eigenen Leuten gegenüber. Die ja nun wirklich auch, also sich da im Wahlkampf angestrengt haben und brav ihre Plakate gehängt haben, die irgendwie atemberaubend ist. Es gab ja dann noch einen Kommentar zwei Tage später. Quintessenz, es ist schlecht, aber alles wird gut. Ja, ich glaube, das glaubt im Augenblick nur noch er selber. Gut, das und das haben Sie geglaubt? Also, das ist ja das Verhängnisvolle, wenn man natürlich glaubt, man sei das Zugpferd und sich auf alle Plakate setzen lässt und dann nur noch 14% holt. Ich meine, als Bundeskanzler. So, und darf ich mal was dazwischen sagen? Ja. Die Frage wird jetzt sein, ob die SPD geduldig diesen Weg in den Abgrund weiter mitschreitet. Man, da hängen ja viele, viele jetzt auch Schicksale mit dran. Also wenn es bei 16% bleibt im nächsten September, dann ist mehr als ein Drittel der Bundestagsfraktion nicht mehr im Deutschen Bundestag vertreten. Es ist demütigend, es verletzt mich persönlich, weil ich diesen Namen abgelegt habe, weil er einfach falsch ist. Ja. Und es führt natürlich auch zu Schwierigkeiten, weil ich das jetzt den WählerInnen erklären muss, warum dieser alte und falsche Name auf dem Wahlzettel stehen wird. Willkommen zur Tagesschau in einfacher Sprache. Bundeswehr. Plan für junge Menschen. In Deutschland heißt das Militär Bundeswehr. Bei der Bundeswehr arbeiten Soldaten. Wenn es einen Angriff gibt, dann müssen die Soldaten kämpfen. Das ist Verteidigung. Der Minister für Verteidigung heißt Pistorius. Pistorius sagt, wenn es einen Angriff gibt, dann haben wir nicht genug Soldaten. Deshalb brauchen wir mehr Soldaten. Pistorius hat jetzt einen Plan gemacht. Mit dem Plan will er mehr junge Menschen mit 18 Jahren zur Bundeswehr bringen. Dazu kommt jetzt ein Film. Was Sie soeben sagten, war wohl der krankhafteste Schwachsinn, den ich je gehört habe. Die Bundeswehr sagt, wir suchen junge Männer und wir suchen junge Frauen. Der Minister für Verteidigung ist dieser Mann. Der Minister heißt Pistorius. Pistorius sagt, die jungen Menschen sollen freiwillig zur Bundeswehr kommen. Ich will die jungen Menschen nämlich nicht zwingen. Deshalb will Pistorius alle jungen Menschen fragen, wie findet ihr die Bundeswehr? Wollt ihr bei der Bundeswehr arbeiten? Alle jungen Männer müssen auf die Fragen antworten. Die jungen Frauen müssen nicht auf die Fragen antworten.
Die jungen Frauen können aber auf die Fragen antworten. Dann will die Bundeswehr die Antworten lesen. Und dann will die Bundeswehr die besten jungen Männer und Frauen nehmen. Die jungen Männer und Frauen sollen dann erstmal für 6 Monate zur Bundeswehr. Also, wo genau würde man denn rein? Immer da, wo das Geld rauskommt. Mhm. Weil das da ist die schwachste Öffnung. Genau. Schwachste Stelle genau. Da ist eine Öffnung drin und da sitzt man also an und da baue ich dann praktisch ein Loch rein. Mhm. So, und dann nehme ich mein Gas. Und? An der Stelle müssen wir vielleicht einmal sagen, wir sagen nicht genau welches Gas. Richtig. Wir wollen ja hier keine Anleitung heute geben, genau, sondern wollen einfach zeigen, wie genau denn das. Genau. So. Und dann in die Bogen reinhalten, das Gas abfüllen, ist schwerer wie Luft, sammelt sich also in den Tresor unten an. So, und dann muss man ein Gefühl haben, wie viel reinzumachen. Wenn ich zu wenig mache, kriege ich den Tresor nicht auf. Ja, wenn Sie verstehen, Herr Müller. Macht er nur dicke Backen. Wenn ich jetzt aber richtig voll mache, dann kann ich das ganze Geldinstitut mitsprengen, was ja schon öfter passiert ist. Ja. Also eine ganz gefährliche Sache. So, wenn ich das Gas eingefüllt habe, dann mache ich eine nasse Zündschnur. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Pulverzündschnur einsetzen würde und würde jetzt ein Feuer entfachen, dann sind die aufsteigenden Gase, können dann durchzünden. Auf Wiedersehen, Herr Müller. Also eine große Gefahr für denjenigen, der das hier präpariert. Genau, einmal also, allein gesagt, das heißt, die Explosion kommt zu früh, ich stehe vielleicht noch mit drin in der Genau. Bank. Genau, und das will man ja nicht. Und dann nehme ich also hier diesen flüssigen flüssigen Zündschnur, ziehe das da draußen, bis draußen vor dem Gebäude. Protokolle in einfacher Sprache. Wir werden von Politikern regiert. Politiker müssen sich an Gesetze halten. Das stärkste Gesetz ist das Grundgesetz. Da sind unsere Grundrechte geregelt. Die Grundrechte darf man uns nicht nehmen. Also, da muss ich nicht. Dann haben die Politiker ein Virus entdeckt. Ein Virus kann uns krank machen. Die Politiker haben behauptet, dass das Virus alle tötet. Das hat nicht gestimmt. Die Politiker wussten das. Aber sie haben uns die Grundrechte genommen. Sie haben uns daheim eingesperrt. Sie haben uns befohlen, dass wir uns Masken aufsetzen. Sie haben den Menschen auch etwas Gefährliches gespritzt. Das war falsch. Die Politiker wussten, dass das falsch war. Es gibt Protokolle, die das beweisen. Die Protokolle wollten sie uns nicht geben. Am Ende mussten uns die Politiker die Protokolle doch geben. In den Protokollen stand, dass es keinen Grund für die Regeln gab. Das war den Politikern egal. Sie haben die Grundrechte verletzt. Sie müssen alle zurücktreten. Aber es macht keiner. Das darf so nicht sein. Sie müssen alle zurücktreten. Ein ganz normaler Tag in Frankfurt. Okay? Da geht's noch weiter. Ein Unbroken Center, das ist ein Zentrum. Wir sind der drittgrößte Waffenexporteur der Welt, wir Deutschen. Und wie wollen Sie das bleiben, wenn Sie Waffen nur an Leute liefern dürfen, die dann nie benutzen? Für Menschen, die Gliedmaßen verloren haben, also Arme oder Beine. Wenn Sie Schuhe nur an Bettlägerige verkaufen dürfen. Und die hier sowohl Prothesen angepasst bekommen. Unsere Politiker denken sich da schon was bei. Als dann eben auch lernen, mit diesen Prothesen zu leben, damit ihren Alltag zu bewältigen. Und wir liefern nicht nur Waffen, das wissen die wenigsten, wir liefern auch Prothesen. Deutschland ist einer der Top-Anbieter von Prothesen. Und gleichzeitig werden in diesem Zentrum Fachleute ausgebildet, also Fachleute, die Prothesen herstellen können, die sie anpassen können und damit überall in der Ukraine eben Menschen helfen können. Weltweit, das sind doch Systemangebote, die wir da machen. Das ist wirklich wichtige Arbeit, die hier in Lviv geleistet wird. Und ich bin froh, dass wir von deutscher Seite da unterstützen konnten. Cooking, neue Wohnung, aber keine. Moment, keine sofort. Dann wird es ernst. Innerhalb von wenigen Stunden müssen alle Bewohner das Objekt verlassen. Das ist schon ein Moment in der Menschheitsgeschichte, der einem eigentlich fast sprachlos da stehen lässt. Einige scheinen schnell Ersatz gefunden zu haben. Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Wo ziehen Sie jetzt hin? Wir haben die andere Wohnung gefunden. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir haben andere gefunden. Zu einer
ja, wie soll man sagen, zu einer katastrophalen Erkenntnis kommen. Ich finde das unmöglich, was hier gerade abgeht. Wirklich ganz schlimm. Na, das gibt ja doch bloß noch Ausländer, hat doch nichts mehr mit Frankreich zu tun. Die leben schon seit Monaten hier und jetzt haben die nicht mal einen Frist für eine Woche bekommen, sagen die, damit sie sich noch etwas suchen können. Wir haben nichts gegen Ausländer. Nein. Wirklich nicht. Es kann nicht sein, wir hier bei dem Wetter einfach auf die Straße geworfen zu werden. Also ich schäme mich für Duisburg. Wir tun für die, was wir können. Ich zeige Ihnen gerne mal den Friedhof. Auf der Straße schlafen müsste übrigens keiner der Mieter. Die Behörden kommen für eine vorübergehende Unterbringung auf. Freiwillig. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Über die Möglichkeit, sich komplett selbst zu zerstören. Kein Lebewesen auf diesem Planeten war bis dahin zu einer solchen Katastrophe in der Lage. Da sieht man auch schon die Kabel, wie der Strom geklaut wird. Kann man schön sehen. Sehen Sie? Geht der weiter? Das muss man sich mal vorstellen. Andere ziehen einfach ein Haus weiter. Eigentlich wäre der Eigentümer dazu verpflichtet, alternativen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Schließlich ist er für die Baumängel verantwortlich. Doch die Wut einiger Passanten richtet sich heute lieber gegen die Stadt. Ha 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 ha.